Herzlich willkommen auf meinem Grill- und Kochkanal Triple Oak Barbecue. Heute möchte ich euch den Diamant-Rollenschleifer der Firma Seacoat vorstellen. Und ob der hält, was er verspricht, beziehungsweise was der kann, das sehen wir jetzt. Los geht's. So, ihr Lieben, das ist das gute Stück. Und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die Verpackung an. Also das ist hier, wie gesagt, der Hersteller, die Firma Seacoat. Dann haben wir hier den Diamant-Rollenschleifer, eben Diamond Roll Grinder. Ja. Dann haben wir hier exakter, konstanter 15 Grad Schleifwinkel. Das ist natürlich auch immer gut, da werden die Messer auch schön scharf. Gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, bzw. verschiedene Winkel. Hier sehen wir es auch nochmal eben. Dann ist das Ganze hier in Stainless Steel, also Edelstahl. Dann hat er einen, ja, auch einen Award gewonnen im Grunde halt. Ja, also hohe Qualität, das Design und halt eben auch diese einfache Bedienung. Das Ganze ist 2020, auch noch ziemlich aktuell eben. Und ansonsten sieht es halt dann hier halt so aus. Also das ist hier, soweit ich es richtig gelesen habe, ist es jetzt halt hier die Seite zum Entgraten eben. Also um den Grat halt danach zu brechen, nach dem Schleifen eben. Auch immer wichtig, also wie so ein Abziehstahl halt eben. Und das ist halt hier auch dann sozusagen dann das, was in der Verpackung ist. Jetzt haben wir unten Anwendungsvideo steht hier. Das heißt, man soll hier einfach nur diesen Strichcode einscannen. Könnte ich jetzt natürlich auch machen. Und dann spiele ich einfach das Video vor. Und dann wisst ihr ja schon, wie es funktioniert. Aber es ist natürlich zu einfach. Aber wie gesagt, das funktioniert hier wunderbar. Dann kann man jetzt hier sich dieses Video halt eben anschauen. Und ja, das ist also wirklich eine coole Sache. Und jetzt schauen wir uns den auf jeden Fall mal an. Hier auch sämtliche Sprachen eben dieser Welt. Und schauen einfach mal, was da drin ist. So, jetzt nehmen wir uns mal ein Messer und schneiden es hier einfach mal auf. Und schauen uns mal, wie gesagt, an, was da eben halt dabei ist. Wir haben es ja eigentlich schon gesehen. Aber jetzt wollen wir mal gucken, ob das jetzt wirklich auch alles so schön ist, wie das denn hier beschrieben wird. Also auf jeden Fall schon mal eine sehr schöne Verpackung. Ist schon mal sehr wertig, das Ganze. In einer schönen, ziemlich schön passenden Pappschachtel drinne. So, da wird sich mal hier schön bedankt auf jeden Fall, dass man dieses Produkt erworben hat. Und auch wenn man Fragen hat, eben kann man sich auch nochmal schön melden. Das Ganze nochmal auf Englisch. Und dann ist dann hier schon unser, ich sag mal, unser Herzstück. Ja? Also ich zeige euch das gerade mal hier eben. Wie schon gesagt, Stainless Steel halt eben, Edelstahl. Und da sind jetzt halt hier so Schutzkappen drüber. Die kann man jetzt hier ziemlich einfach abziehen. Und dann haben wir jetzt halt dann hier eben dann die Seite zum Entgraten. Hier ist dann hier nochmal so ein Gummiring eben dran. Damit das Ganze auch dann halt schön auf dem, ja, ich sag mal, auch auf einem Glastisch zum Beispiel halt auch eben funktionieren würde, dass es halt jetzt nicht kratzt. Und hier sitzt dann auch schon unsere Diamantfläche. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier ist es auf jeden Fall rau, also da könnte man sich auch mal hier eben hier die Nägel feilen. Man sieht auch, dass es hier glänzt, also da ist auf jeden Fall auch ein bisschen Industriediamant dabei, definitiv. Ne? Und ja, jetzt würde ich sagen, wir schauen mal, was noch dabei ist. Man muss natürlich immer gucken, dass man diese Flächen jetzt halt nicht irgendwie so krass verunreinigt oder so. Nicht, dass da irgendwie mit so einem, weiß ich, davor irgendwie irgendwas mit dem Messer geschnitten und dann ist es nicht richtig sauber. Da hängt dann noch so ein bisschen irgendwie noch so ein bisschen Rinderhüfte dran oder so und danach halt dann hier abziehen. Das wäre natürlich dann ziemlich eklig und ziemliche Sauerei. Und deswegen hat man halt auch dann einfach noch so Schutzkappen halt dann eben dran, dass man halt eben diese Flächen halt auch noch extra nochmal schützen kann. So, das ist dann hier unsere Halterung eben. Es gibt auch zwei verschiedene. Hier ist ein Magnet dran und dann haben wir einmal hier die für die kurzen Messer eben, denke ich mal. Und das ist dann für die langen Messer. So, und haben wir noch hier noch so Gumminoppen, dass es halt nicht wegrutschen kann. Ja. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal von der Nähe an. So, ihr Lieben, jetzt nehmen wir mal das Messer und jetzt zeige ich euch gerade nochmal eben, dass es halt auch stumpf ist. Also, ihr seht es, denke ich, da ist nicht viel zu holen. Also, es reißt mehr, als dass es schneidet. Okay, so, und jetzt nehmen wir das und legen das einfach hier hin, nehmen uns das Messer und legen es einfach hier hinten auf die glatte Seite sozusagen und werden es einfach mal jetzt hier mittig einfach mal hier fixieren. Das wird auch schon automatisch halt dann drangezogen, halt wegen dem Magneten eben auch.
Und jetzt drücken wir das hier noch so ein bisschen runter. Natürlich müsst ihr immer aufpassen, dass ihr euch aber nicht verletzt, weil selbst ein stumpfes Messer kann einen immer, ihr wisst ja, auch immer noch verletzen, eben halt auch. Und jetzt nehmen wir einmal die glatte Seite, ja, also diese Diamantseite, und drücken die jetzt hier einfach direkt dran und fahren jetzt 5-mal hoch und runter. So war es zumindest in dem Video auch gewesen. Also das werden wir natürlich auch so tun, entsprechend so, ausprobieren auch. Also 1. Hört sich schon mal spannend an. So, das war jetzt 1. Jetzt 2. Drei, vier, und fünf. Ist jetzt natürlich so, das Messer war davor halt anders angeschliffen als im 15-Grad-Winkel. Zumindest bin ich nicht so sicher, ob das wirklich ein 15-Grad-Winkel eben auch war. Von daher kann es halt jetzt sein, dass man es das jetzt halt am Anfang halt noch mehr oder öfters halt machen muss, eben wie halt nur 5-mal. So, jetzt nehmen wir die, die Seite mit diesen Lamellen halt hier eben, ja. Das ist jetzt die Seite zum Entgraten. Und laut Lehrvideo ist es dann jetzt genau 2-mal der Fall. Also, einmal. Und 2-mal. So, damit ist jetzt die eine Seite fertig. Und ich denke, ja, man sieht auf jeden Fall hier, weiß ich jetzt nicht, ein Winkel. Ja, weiß nicht, ob das jetzt so gut rüberkommt. Egal. Wir machen einfach mal weiter. Also, jetzt nehmen wir das Messer, drehen es einfach mal rum. Ja? Also das heißt einfach 180 Grad gedreht eben. Einmal so, zack, auch wieder schön mittig halten, dass die Kraft, die wir jetzt dann gleich aufwenden, halt eben nicht dafür sorgt, dass das Messer halt dann eben halt irgendwie wegkippen kann halt. Ja? So, also nehmen wir jetzt wieder unsere, die glatte Seite eben. Und gleiches Spiel wie eben auch. 5-mal. Also. Aber das ist halt auch, ich mache das jetzt halt wirklich, das ist nicht gefaked. Ich mache das jetzt das erste Mal halt, ja. Also, nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, ich habe jetzt hier schon diverse Male geübt. So, das war jetzt 5-mal, meine ich. Und jetzt nehmen wir die andere Seite zum Entgraten und machen das Ganze wieder 2-mal. Also, einmal. Und 2-mal. So, und jetzt nehmen wir das hier direkt, kein Schnitt, ja, also Videoschnitt, so nehmen wir jetzt direkt das hier und probieren aus, was Sache ist. Okay. Passiert nicht allzu viel. Ich denke, da müssen wir nochmal ran. So, Freunde, ich habe jetzt noch ein bisschen mehr gewetzt. Ihr habt es davor nicht gesehen, ich habe das hier an dieser, an dieser Edelstahlschlange habe ich das die ganze Zeit drüber gezogen, dass es wirklich ritzeratze stumpf war. Und von daher kann man das natürlich nicht mit 5-mal auf und ab direkt wieder in seinen Ursprungszustand zurückversetzen quasi. Ja? Also ich habe es jetzt noch ungefähr noch so 10, 15 Mal noch gemacht halt. Ja? Also quasi das heißt 2-mal noch 5-mal auf der einen und nochmal 2-mal 5 auf der anderen Seite ungefähr. Und jetzt wollen wir mal gucken, was Sache ist. Und dann nehmen wir jetzt mal ein Messerchen und wie ihr seht, geht es jetzt auch schon wieder ein bisschen besser hier, ne? Also je nachdem halt, ne? Ja, also da lässt sich auf jeden Fall was mit schneiden. Definitiv. Und jetzt machen wir gleich nochmal den obligatorischen. Also man sieht auch, dass es halt auch einfach auch abnimmt, ja? Also es ist natürlich am Anfang erstmal diesen Winkel wieder herzustellen, diese 15 Grad. Und danach das einfach wieder nur scharf dann, sag ich mal, wieder oder nachzuschleifen, ist natürlich eine viel einfachere Nummer. So, jetzt gucken wir uns mal an, was das mit der Tomate so macht. So, jetzt ist der Tomatentest wieder dran und wir schneiden, ja, ihr seht's, geht wunderbar, geht runter wie Butter, ich habe nichts anderes erwartet, also der macht scharf. So ihr Lieben, das war die Produktvorstellung gewesen von unserem C-Code Diamant-Rollschleifer und wie gesagt, feine Sache, preislich liegt das Ganze bei 99,95 €. Da kommt dann nochmal Liefergebühr dazu. Ich verpacke euch auch nochmal dann den Link eben nochmal unten in die Videobeschreibung auch mit dazu. Und was sagt ihr zwei dazu, Männers? Wie fandet ihr den? Ja, ja, mal einen Daumen hoch auf jeden Fall. Also ist eine super Sache, wenn man stylisch scharf. Kann man machen, ja? Okay, sehr schön. Alles klar, perfekt. Ja, also ist auf jeden Fall ganz gut angekommen. Und ja, ist auf jeden Fall sein Geld wert, denke ich. Ist eine gute Qualität. Und ja, kann man schon weiterempfehlen, definitiv.
Ihr Lieben, vielleicht habt ihr es auch gemerkt, ich bin jetzt kurz vor den 1000 Abonnenten eben. Und es ist also auch mal wieder Zeit für eine kleine Verlosung halt eben auch. Einfach um mal wieder Danke zu sagen, dass ihr mich so tatkräftig unterstützt und euch meine Videos anschaut eben halt auch und mir auch einen Daumen oben da lasst und mir ein Abo da lasst und so weiter. Dafür einfach auch nochmal recht herzlichen Dank. Obergeil, ich freue mich immer wieder drüber. Und versuche natürlich auch alle Kommentare zu beantworten eben. Vorausgesetzt sind halt eben cool. Klar. Ja, ihr Lieben, das war es wieder mal gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.